zum Start in den 10. Spieltag. Der Easy Credit Basketball Bundesliga empfängt die beste Defensivmannschaft der Liga in Würzburg, die beste Dreiermannschaft in Vechta. Und es bietet sich von Beginn an eine enge Begegnung im ersten Viertel. Es geht immer hoch und runter. Es ist Vierkampf da und es ist Johann Grünloh da, der hier für das erste Highlight in diesem Spiel sorgt. Darius Perry nach diesem Circus Shot da nicht die Möglichkeit lässt, diesen zu nutzen. Apropos Circus Shot, Ende erstes Viertel und Achtung, da ist Darius Perry mit dem Circus Shot, bringt seine Würzburger mit diesem Wurf zur Viertelführung und heizt das Publikum hier in Würzburg so richtig an. Das dient dann für das zweite Viertel, in dem wieder die Würzburger stark rauskommen. Dieses Mal Perry stark im 1 gegen 1 gegen Tommy Cusi. Der Topscorer bei Vechta sieht keine gute Begegnung in diesem Spiel. Und die Würzburger trumpfen schon früh mit Offensivrebounds und dann mit starken Abschlüssen. In dem Fall Isaiah Washington, der mit 14 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists eine Allround-Performance hinlegt. Max Ugray in diesem Spiel der Topscorer bei den Würzburg Baskets mit 18 Punkten, führt dann den 16:0-Lauf an, den die Würzburger dann aber so richtig auskosten. In diesem Fall Otis Livingston, der ansonsten der Topscorer dieser Mannschaft ist. Und auch in der zweiten Hälfte kommt Würzburg mit deutlich mehr Energie und richtig schickem Zusammenspiel in diese Begegnung und schafft es damit, die Führung immer weiter auszubauen. In diesem Fall schon 17 Punkte. Auch wenn Vechta immer mal wieder was gelingt. Insgesamt fehlt es an der Struktur im Offensivspiel, die Vechta ansonsten so ausmacht. Isaiah Washington, 15 Punkte Führung. Es droht, dass Vechta hier nochmal näher rankommt. Aber Washington lässt nichts anbrennen und verwandelt den genauso wie Darius Perry hier über 6 Seljastans. Als zweite Chance Seljas mit 7 Rebounds am offensiven Brett, am Schluss mit 17 Punkten. Vechta fightet dann nochmal. Vechta kommt nochmal zurück rein in die Partie, weil sie besser zusammenspielen als Mannschaft. Aber so richtig ganz spannend wird es dann erst hinten raus, weil Vechta es schafft, dann auch diese Dinger hier reinzuschießen, wie der von Reeves, der mit 14 Punkten hier Vechta als Topscorer anführt. Am Schluss gewinnt Würzburg aber dank einer tollen Defensivleistung, vor allem von Jevon Best, der Tommy Cusi komplett aus dem Spiel nimmt, mit 87:75.